Guten Morgen, meine Lieben. Hier ist mal euer Enduro. Nee. Ja, hier beginnt jetzt ein neues Video. Ja, und ich bin gerade vom Fahrradwohnwagen-Treffen in Altrip. Bin ich zum Erwin gefahren, hier nach Bad Dürkheim. Bin jetzt hier noch bei ihm. Hab gerade die erste Nacht hier verbracht. Liegt noch ein Bettchen, wie ihr seht. Und ja, der Plan ist jetzt so, dass Erwin meinen Kugelkopf richtig passig macht. Er hat nämlich richtig tolles Werkzeug. Drehbank und so weiter. Und dann möchte ich morgen wieder Richtung nach Hause fahren. Möchte dann erstmal bis Darmstadt fahren, beziehungsweise dann nach Frankfurt-Main. Mal schauen, ob ich da denn mit dem Zug fahre Richtung nach Hause oder ob ich noch ein paar Meter mit dem Fahrrad fahre. Weiß ich noch nicht genau. Werden wir sehen. Ja, mit dem Zug ist ein echtes Abenteuer, gerade wenn du umsteigen musst. Ja, und Züge sind dann auch recht voll. Ja, schauen wir mal, wie ich es mache. Ja, guck mal. So, jetzt gibt es ein Käffchen. Gibt es gleich erstmal ein Käffchen hier. Einmal frei, ich danke dir. Bitte. Erwin ist schon fleißig am Basteln hier. Sieht schon gut aus, das Teil. Genau, hier ist doch eine Macke drin, die hätte ich auch gerne noch raus. Aha, da ich ein bisschen zu doll geflasht. Die drehe ich jetzt auch noch mal raus, ne? Weil sonst ist das schon alles arschklappt. Ne? Wirklich schliffen. Ja, hier ist eine weitere Werkstatt von Erwin. Hier kann die Serienproduktion anfangen mit Wohnwagen. Da braucht bloß einen Helfer. Hier ist jetzt der Kugelkopf. Den hat Erwin richtig gut runtergedreht. Und jetzt macht er mir eine Messingbuchse. Die bohrt er jetzt aus. Und diese Messingbuchse kommt dann hier drüber. Die Anhängerkupplung aus purem Gold gemacht. Ich bin der Mann, der hier saugt. Gut. Ordnung muss sein. Ich bin der Mann, der hier bohrt. Dahin. Ah. Ne, das drehen wir jetzt auf und das machen wir dann ein bisschen fester. Ja. Als Presspassung. Ah. Fertig. Sieht doch sehr gut aus. Danke, Erwin. Einmal frei. Können wir lospelzen wieder mit dem Wohnwagen? Jetzt hast du 28 mm. Aha. 28, ja. Hm. Ja, also das kannst du nehmen, wie du willst. Ne? Jetzt gibt es erstmal ein Käffchen. Mal, hier hat der Erwin sein schönes Reich. Da steht mein Fahrrad, da ist ein schöner Grill. Hier hinter, da wohne ich. Und hier, guck mal, Schildi. Ach, ich habe schon eine Schildkröte. Ist jetzt gerade. Schmeckt nicht, ne? So ein Wurstebrot holen oder sowas. Ich fahre jetzt beim Erwin gerade aktuell wieder los. Ja, hab ganz vergessen, die Abschiedsszene zu drehen. Ist mir auch noch nicht passiert. Ja, wir haben noch ein Käffchen getrunken und mit Oliver telefoniert. Da fahre ich morgen wieder vorbei, da gibt es auch noch mal ein Käffchen. Ja, und es ist jetzt wie spät haben wir es eigentlich? 16:30. Ja, und ich fahre jetzt noch ein Stück Richtung Worms. Will mich da dann irgendwo hinhauen, im Wald, falls ich da was finde. Und ja, morgen dann, wie gesagt, weiter nach Oliver. Ganz tolle Häuser hier. Ja, richtig urig und cool aus. Das ist ja so Weinregion alles. Ja, heute möchte ich dann noch so 25 Kilometer machen. Müsste man eigentlich locker schaffen. Ja, schöne kleine Gassen hier, herrlich. Richtig cool aus. Jetzt fahren wir nochmal ganz dicht an den Bergen vorbei. Ja, wäre natürlich auch cool gewesen, da nochmal zu übernachten, aber Zeit gibt es nicht her. Weil ich wollte vor dem Wochenende mit Zug nach Hause fahren, weil Wochenende sind die Züge sehr voll, da wird das mit Fahrrad schwierig. Mit durch die Stadt geht's. Muss ich jetzt eigentlich lang? Ja, das sieht doch mal gut aus. Die ersten 10 Kilometer habe ich und jetzt geht es mal so einen kleinen Hügel hoch. Muss ich schon auf Stufe Tour fahren. Sieht schon aus wie in Italien hier. Richtig cool. Guckt euch das an. Jetzt geht es gewaltig bergab und ich bin in Groß-Karlbach. Und schaut euch das an, ob da so eine Altstadt hier. Sieht ja richtig wieder mega urig aus hier. Guckt euch das an. Schaut mal, hier geben die Bauern ihre Trauben ab. Richtige Schlange hier von den ganzen Treckern. Alles voll. Und wir haben jetzt die ersten 17 Kilometer geschafft. Geht vorwärts, machen wir noch 10 und dann hauen wir uns irgendwo hin. Jetzt queren wir hier die A6 und da geht es nach Richtung Beindersheim. Ah, da ist ein richtiges Autobahndreieck.
Großniedersheim. Wir haben die ersten 21 Kilometer. Ja, noch ca. 5 Kilometer, dann müssen wir am Rhein sein. Mein Spaß ist, dass ich viele bis zum Mittelalter landet hier. Wenn ich noch ab und zu mein Auto ankommen würde. Jetzt kommt noch ein cooles Gebäude hier. Guckt euch das an. Cool aus. Ja, seht das. Brauchen wir Kartoffeln? Hier liegen welche. Kann ich eigentlich mitnehmen. Kann Oliver morgen schön Rührei oder schön Bratkartoffeln machen, genau. Jetzt noch unter den Eisenbahn, unter der Eisenbahn durch bei Bogenheim. Da sind wir gleich am Rhein. Ich habe jetzt gleich 30 Kilometer runter. Kommen dem Rhein immer näher. Ja, hier neben ist so ein See. Ackerflächen hier. Ich hoffe, dass ich gleich ein paar schöne Bäume für mich finde. Erwin, bester Mann. Das ist ein feiner Bengel. Und hier ist ein Lost Place. Mal gucken, ob sich da Fritz Meinig rumtreibt. Auch ein Bratenbengel. Da ist der Rhein. Sieht doch gut aus. Muss ich bloß noch zwei Bäume für mich finden. Schön idyllisch sieht's aus. Ein komplettes Schiff hier. Guck mal, der hat ganz schön was Elan. Der ist ganz schön tief. Und wo sind jetzt meine Bäume? Ich kämpfe mich gerade mal durchs Unterholz. In der Hoffnung, dass ich hier zwei gute Bäume finde irgendwo. Schauen wir mal. Ich habe jetzt eine schöne versteckte Stelle hier gefunden. Ja, habe eben alles aufgebaut und mich ein bisschen eingerichtet. Hier unten habe ich den Unterlegsplan immer hingelegt. Da kann ich schön reinspringen. Habt ihr ja schon gesehen auf den Touren. Ja, hier mein Essen ein bisschen. Ja, und jetzt werde ich mir erstmal einen leeren Kaffee machen. Und das waren jetzt über 30 Kilometer hierher. Ich glaube 33 Kilometer. Es ist mittlerweile auch um 7 Uhr. Gesamtkilometer haben wir schon 212. Ja, es läppert sich zusammen. Ja, 33,5 bis hierher. 2 Stunden Fahrzeit. Und Temperatur sind noch 17 Grad. Schaut mal, hier ist eine riesen Eiche. Wahnsinn. Ich hoffe bloß, dass mir Kinderst auf den Kopf fällt die Nacht. Ja, und ich glaube, hier turnt irgendwo ein kleiner Igel rum. Muss hier irgendwo sein. Zu Hause. Das hier ruhig ihm angehört hier. Kauz. Ja, ich habe es mir jetzt hier gemütlich gemacht. Habe so ein paar Räucherstäbchen hier angemacht. Ich weiß nicht, ob ihr die jetzt seht. Weil natürlich ganz schön viele Mücken hier sind. Ja, und ja, habe gerade ein bisschen Gummibärchen gegessen. Hier gibt es jetzt noch ein Käffchen. Ja, und dann esse ich noch ein bisschen was. Dann werde ich auch gleich Bubu machen. Reicht für heute. Ja. Machen wir aus hier. Ah, geht nicht aus. Hier gibt es noch eine Käseschnitte. Käsebämme. Ja, ihr Lieben, wenn der nichts weiter ist, würde ich sagen, hören wir uns morgen früh in alter Frische. Also, schlaft schön. Guten Morgen. Ja, das ist jetzt das Schöne an der Hängematte. Wenn das Wetter so schön ist, dass man diese herrliche Aussicht hat. Das sieht aber traumhaft aus. Man kann die Vögelchen beobachten, hin und her fliegen. Das ist einfach nur herrlich. Guckt euch das an. Ein Träumchen. Dann geht die Sonne dann auf. Herrlich. Das liebe ich so, wenn man mit so einer Hängematte denn unterwegs ist und das Wetter schön ist. Wie ein Baby in seinen Korb. Und man kann sich ja auch so schön hinsetzen. Das geht auch gut. Ja, und dann hier schön beobachten. Jetzt machen wir uns erstmal einen schönen Kaffee. So, mal das Gras rausholen hier aus dem Kaffee. Und der Trank ja läuft schon. Ja, kommt ja nicht so entlang. Ne? Schaut euch das mal an. Ist recht kühl, es sind 8,8 Grad. Da braucht er ein bisschen. Ja, dann fahre ich heute bis zum Oliver.
vielleicht noch ein Stückchen weiter denn danach. Da trinken wir erstmal ein Käffchen. Genau, ich werde dann noch Richtung Frankfurt fahren. Jetzt gibt es erstmal schön Käffchen hier. Oh, herrlich. Und ich lasse den Drang hier wieder an, da habe ich eine schöne kleine Wärmequelle. Oh, herrlich. Guck mal, da hinten kommt die Sonne jetzt hoch. Da hinten ist sie. Und als Frühstückchen gibt es Mini-Marzipanstolle. Das ist super. Reicht gleich was Süßes, wie ich es morgens brauche. Ja, und schön klein verpackt. Das reicht genau für eine Mahlzeit. Einen guten. Erstmal Zähnchen putzen. Muss auch sein, ganz wichtig. Oh, das tut gut. Lasst uns mal die Hängematte zusammenräumen. Ja, das ist das nächste Schöne. Das geht recht fix. Ja, das Aufbauen geht auch recht schnell. Braucht man sich bloß zwei Bäume aussuchen, die so im Abstand von 4 bis 5 Metern auseinander stehen. Und dann nur die Gurte hier um den Baum legen. Seht ihr, hier habe ich nochmal extra so eine Baumgurte gekauft. Und dann hier die Hängematte einhängen. Ja, da muss man so stramm ziehen. Geht ja wunderbar. Jetzt brauchen wir es bloß locker machen. Und aushängen. Ja, gut. Mit Kamera in der Hand geht es natürlich mal was schlecht. Ziemlich stramm. So, jetzt haben wir es wieder. Schon fast abgebaut. Andere Seite noch und das war's schon. Ja, dann geht's erstmal zum Oliver. Hörnchen von der Ilm, da ist es, wie ihr aber seht, da oben. Wahnsinn, sie eben hier über den Weg gelaufen. Ich bin wieder in Worms, so guckt man hier bei dem Haus, was sie gerade sanieren. Sieht richtig cool aus, urig. Guckt mal, da wohnt einer unter der Brücke. Mir fehlt mein Navigator Pyro, ich weiß gerade nicht, wo lang. Das ist ein bisschen komisch hier. Ich denke mal, hier bin ich richtig, schaut mal. Immer auf das Tor zu, das war doch richtig. Gigantisch das Teil. Dorin. Baustelle hier in Hofheim. Schnuckliger kleiner Ort hier. Jetzt bin ich wieder in dieser flachen Landschaft, die aussieht wie eine Magdeburger Bürde. Mit dem Unterschied, dass da hinten wieder Berge kommen. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Cool aus hier, man ist in so einem großen Rheintal, kurz vor Biblis. Schranken gehen runter, Scheiße. Macht mal, ist das der Kölner Dom? Nee, bin in Biblis. Sieht gut aus, ja, und wir haben jetzt 14 Kilometer runter. Schöne Altstadt hier, sieht gut aus. Das ist mal ein top ausgebauter Radweg hier neben der Bundesstraße. Ja, bin jetzt kurz hinter Biblis. Binnen Groß-Rohrheim. Wo geht es lang? Was, die Sackgasse? Nee, hier geht's lang. Ja. 15 Kilometer noch. Der Bauer ist auch wieder fleißig. Ja, hier geht's jetzt weiter. Jetzt kommen die Berge näher. Jetzt hier über seine kleine Brücke. An so einem kleinen Geheimpfad lang. Und was ist das hier? Irgendwie ein Zitronen. Das Auto erinnert mich irgendwie an die Louis de Finesse-Filme. Herrlich. Erste Pullerpause. Bin jetzt hier in einem Waldgebiet, kurz vor Funkstadt, sind noch so 8 Kilometer. Wir haben jetzt 25 Kilometer runter. Dann hier ist die A67 und schaut mal, hier könnte man sich wieder schön mit der Hängematte reinhauen. Ist auch relativ ruhig, man hört die Autobahn gar nicht. Ja, wunderbar. Ja, hier steht der Bolide. A67 und schaut mal, eine hübsche Reiterin. Ja, hier die A67, Olli. Sieht voll aus. So, noch 5 Kilometer zu Olli. Ja, ein Akku hat bloß noch 59%. Da seht ihr die Karte. Da die Berge, die auch wieder näher kommen. Ja, und ich werde dann noch meinen Akku da vollladen bei Olli. Und überlege schon fast zu Joachim noch zu fahren, um mir seinen Kolossus anzuschauen. Mal schauen, ob wir das machen. Gucken wir mal. Ich weiß natürlich nicht, wie er Zeit hat. Er ist gerade in der Umschulung.
So, mal schauen. Das würde bedeuten, ich würde nach Gießen fahren. Schauen wir mal, ist ja Richtung nach Hause. Da ist Funkstadt. Und da ist sogar da hinten in McDonald's. Dann gibt es jetzt Käffchen und Strom. Erwischt beim Gassi gehen. Herrlich. Ich auch schon, ne? Jo, das kennen Sie mich auch schon, ne? Ich war mal Dingel. Lang nicht gesehen, gell? Ja. Ich zieh jetzt hier ein. Das war der Verkunde jetzt, dass die anderen alle abgelöst. Hier lädt jetzt erstmal alles. Akku hat 56%. Olli hat Hunger. Ja. Was machen wir da? Ja, wir müssen irgendwas shooten. Kriegt Biostrom. 1200 Watt hat Olli da. An Solar drauf. Und Fini macht's richtig. Der macht Siesta. Sind wir doch mal bei McDonald's gelandet, ja. Olli hat mich verführt. Jetzt gibt's erstmal schön Hafenpappen hier, Oliver, wa? Und wenn du, René, hat schon aufgegessen. Wieder vergessen zu filmen. Da will ich hoch auf den Berg. Wie heißt der Olli? Der Melibokus. Jetzt gibt's noch ein Käffchen in einer guten Stube bei Olli. Oh, jetzt zeigst du jemand richtig brutal, richtig krass. Er hat, wie wir sehen, hat er aufgeräumt. Ja. Extra, weil ich komme. Ich hab ein Herz vom Olli gekriegt. Ist das nicht schön? Oh. Ja, wir haben noch ein bisschen Bubu gemacht. Es ist schon relativ spät. Naja, düse ich mal weiter Richtung Darmstadt. Ich lege mich da wieder oberhalb hin in den Wald. Da habe ich ja meine schöne Stelle. Ja, Olli, würde ich sagen, mach's gut. Hau rein, René. Bis. Und nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren. Ja, genau. Tut er hier oben, tut er das verlinken. Genau. Okay, ja. Tschüss, Olli. Hau rein, René. Die ersten Meter geschafft. Bin jetzt im Wald hinter Funkstadt. Hier könnte man sich natürlich auch schon hinhauen. Aber ein bisschen Licht haben wir noch. Ein paar Meter fahren wir noch. Auf Stufe Eco zeigt er jetzt noch an, 175 Kilometer Restreichweite. Mal gucken, ob das reicht bis zum Joachim, ja, falls ich dahin fahre. 10 Kilometer machen wir noch. Fahren wir Bengel. Ja, erste Pullerpause, Bolli, zu viel Kaffee getrunken. Schöner Schleichradelweg hier bei Darmstadt. Ja, sieht da mal gut aus. War ein bisschen holperig. Mit dem Wohnwagen würde ich ihn jetzt nicht fahren, aber... vollgefederten Rad, gut. Ja, ich habe jetzt noch ein paar Zuschauer getroffen, ihr habt hier bei Darmstadt. Haben wir noch ein Käffchen getrunken. Natürlich völlig vergessen zu filmen. Man sieht da, so schnell ist jetzt schon noch dunkel. Jetzt suche ich mir ein Plätzchen. Nehme den Platz von den Tag. Das ist jetzt am einfachsten, da kenne ich mich schon aus. Da war schon ein Tier. Guck mal hier. Hey. Ich tue dir nichts, brauchst keine Angst haben. Wir sind so viel Wildschweinspuren und alles. Hier soll noch ein Wildschwein begegnen hier. Oh, das ist das, wenn du hier in der Nacht fährst. Oder abends, es ist ja jetzt schon früh dunkel. Hallo, 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 hallo. Wildschweine abhauen. Ich bin wieder an der Stelle. Ja, dunkel ist nicht so schön, aber was willst du machen? Zum Glück regnet es nicht. Die Stelle kennen wir ja, durch geht's. Alles noch schön sauber. Wie ihr seht, ich liege in meiner Haie und es wackelt schön. Ja, und ich würde sagen, gutes Nächtle, dann bis morgen früh. Ach so, und der Rehbock hat schon gebellt hier. Ja, der hat sich schon aufgeregt, dass ich hier liege. Keine Lust aufzustehen, aber ich muss. Ah, dann machen wir mal raus hier. Aus der guten Stube. Und hoppsala. Uiuiui. Jetzt gibt es erstmal Käffchen. Ja, und heute Morgen gibt es Käsedämme. Halb zerschmolzenen Käse hier. Und ja, die Reise geht wahrscheinlich Richtung Gießen. Also ich werde wahrscheinlich mit dem Rad noch zum Joachim fahren und mir seinen Kolossus angucken. Der hat ja einen ähnlich großen Wohnwagen gebaut wie ich. Ist noch beim Bauen. Würde ich mir gerne angucken. Ich werde ihm gleich mal eine Nachricht schreiben. Mal gucken, ob er Lust auf mich hat. Und ob er Zeit hat. Und dann, ja, würde ich da mal hinfahren. Wetter ist nämlich traumhaft. Das ist das Schöne. Ja, ein richtig schöner September. Und ja, wieso nicht ausnutzen? Ja, noch ein paar Tage unterwegs sein. Ja gut, jetzt scheint doch ein paar Wolken da zu sein, wie ich das so sehe, oder? Was ist da los? Auf dem Wetter wollte ich sicherheitshalber gucken. Ja, es sind 10,8 Grad. Und Durchschnittsgeschwindigkeit 18 Sachen, Gesamtfahrzeit 14,30, Gesamtstrecke 263, ja, läppert sich. Und gestern waren es 50 Kilometer und Teilzeit 233.
Ja, dann würde ich sagen, machen wir noch ein paar hundert Kilometer. Vielleicht fahre ich auch komplett nach Hause. Weil das Desaster mit der Bahn, da habe ich ja keinen Bock zu. Hier gibt es jetzt noch meinen Abschiedskaffee. Genieße noch ein bisschen die Natur hier. Hab schon die Sachen alles zusammengepackt. Fehlt bloß noch die Plane, die muss ein bisschen trocknen. Ja, und dann geht's gleich los. Ja, wir sehen uns bei der Fahrt. Ich bin gerade hier auf dem Friedhof bei Erzhausen. Ja, Wasser erstmal aufgefüllt. Jetzt müssen wir bloß noch ein Gummitierchen holen, also einkaufen. Ja, von Funkstadt rüber nach Darmstadt gibt es extrem viel Waldgebiet. Das heißt, es ist eine richtig schöne Fahrradroute hier. Lässt sich gut fahren, aber gut, hier gibt es auch tote Bäume von der Trockenheit der letzten Jahre. Aber schaut euch mal die traumhaften Eichen hier an. Herrlich. So fährt man hier fast bis Frankfurt. Das ist das Hängemattenparadies hier. Überall kann man sich hinhauen. Wir haben jetzt die ersten 15 Kilometer runter. Der Rest, Akku ist auf 84%. Ich muss jetzt hier rumfahren, links rum. Und bin beim Ort Buchschlag. Und wie ihr seht, geht immer noch durch den Wald. Herrlich. Kurz mal vorhin die Bundesstraße gequert. Das war's auch schon. Jetzt queren wir kurz mal eine Straße. Seht ihr, es ist auch nichts los. Und dann geht's wieder ins Waldgebiet. Landschaftsschutzgebiet stand da eben. Erste Pullerpause, kurz vor Frankfurt. Und erstmal T-Shirt aus. Baustelle, kurz vor Neu-Isenburg. Ja, hier komme ich nicht lang, hier müsste ich drunter fahren. Hier gibt es so eine Querverbindung. Zum nächsten Radweg. Ich werde durchquälen. Die Bahn verfolgt einen überall mit ihren Baustellen. Keine Chance, da kommt man nicht durch. Ich fahre einen kleinen Umweg durch das Gewerbegebiet Gehespitz. Schauen wir mal, wo wir rauskommen. Flugzeug! Erstattet, ne, oder? Wir kommen aus dem Wald, queren die A3, fahren wieder in den schönen Wald hinein. Herrlich. Ein Träumchen. Jetzt queren wir hier noch die Bahngleise und gleich sind wir in Frankfurt. Ja, und ich bin jetzt hier Gartensiedlung Lerchesberg, seht ihr ja hier. Und ich drehe euch mal um. Da seht ihr nämlich hier den Tower von Frankfurt. Seht ihr das da hinten? Gucken, ob die GoPro das ranzoomt. Also ich da das Müllauto hier. Das waren jetzt 27,5 Kilometer fast nur durch den Wald, sagen wir mal zu 70% von Funkstadt. 70-80% würde ich sogar sagen. Also super. Sieht echt gut aus hier, Frankfurt. Bin jetzt hier kurz vor Main, 2 Kilometer. Nicht so einfach hier, weil sie überall bauen. Ich verfolge da hinten so einen Pizzaboten. Der hat Ortskenntnis, das ist gut. Da ist er, zwar rechtswidrig mit Kopfhörern, aber er kennt sich aus. Da ist der Main. Ja, hier drüben sind auch noch etliche schöne Gebäude. Schaut mal, da ist ja eine Kirche. Sieht ja mal richtig cool aus. Ja, wie ihr seht, vom Verkehr her ist es auch easy hier bis jetzt. Ich bin jetzt im Stadtzentrum, also kann ich ja dann mit dem Wohnwagen durchpilzen. Hier ist jetzt ein bisschen was los. Und falls die Polizei hier zuguckt, Die rücksichtslosen Verkehrsteilnehmer waren Radfahrer, Lieferando und Co. Könnt ihr festnehmen. Konnte ich leider eben nicht filmen, aber also schnell. Wahnsinnig hier fahren. Ansonsten die Radwege top, da fühlt sich echt sicher, auch gerade durch die Absperrung hier. Ist echt super zu fahren. Und würde ich auch mit dem Wohnwagen langkommen, seht ihr, wie breit das hier ist. Also wenn man nicht gerade zum Berufsverkehr hier durchfährt, geht das echt. Guck mal. Geht doch mal, ich drehe mich mal um. Hallo. Gut, wo ist jetzt durchgefallen? Nächste. Wie sieht das hier aus? Ein paar Autos kommen da jetzt.
alles noch im Rahmen. Hier eine Ape. Erstmal vernünftiges Brot geholt. Jetzt suche ich die Gummitierchen hier. So, jetzt war ich da drin einkaufen, hab da eben mitbekommen. Hier gab es endlich mal wieder die veganen Frikadellen. Petersilie, kann ich empfehlen. Ja, und den habe ich noch ein bisschen Stolle geholt, Brot, habt ihr ihn gesehen. Bisschen Bananenschen. Was ist hier los? Revolution? Nee, schon wieder eine Baustelle von der Bahn. Aber gut, wir können hier lang. Ich habe mein Navi-Gerät auch schon angezeigt. Ich natürlich da hochlaufen muss, wäre natürlich doof. Jetzt mache ich erstmal eine schöne Pause und hier gibt es Quark und dann mache ich noch eine schöne Banane rein. Dann gibt es richtig schönes Brot dazu von Aldi. Roggen-Vollkornbrot. Richtig top. Oder nur normales Roggenbrot. Dann hier einen schönen Joghurt. Und ich habe es geschafft anzuhalten, bevor ich das ganze Haribo Tropifrutti da aufgegessen habe. Das ist nämlich gefährlich. Ja, und dann habe ich noch ein schönes Radler. Also. Jetzt brauchen wir noch einen Löffel. Und da gibt es Happenpappen, ihr Lieben. Würde ich sagen, einen guten. Übrigens 41 Kilometer runter und bin im Ort Harheim. Ja, 20, 30 Kilometer machen wir noch. 24 Grad haben wir und es ist 1:45. Ein Stündchen Pause machen wir. Allerdings mit Schlafen ist schlecht hier. Ich komme ständig wieder lang an der Straße hier. Heute ist nichts mit Mittagsschlaf. Geht weiter. Ja, und vorhin hat Colossus 1, also Joachim, zurückgefunkt, dass ich morgen Colossus 2 seinen Wohnwagen anschauen kann. Also gehen wir Stoff. Beziehungsweise brauchen wir doch nicht so viel Stoff geben, weil muss das morgen da sein. Jetzt haben wir noch mal eine ganz fantastische Sicht hier auf Frankfurt Main. Sieht richtig cool aus. Ich zoome mal ran. Wahnsinn, herrlich. Heute auch traumhaftes Wetter. Ja, hier geht's weiter. Und da muss irgendwo Colossus wohnen. Und hier ist Colossus 3, da ist sie. Bin jetzt bei Peter Weil. Hier ist ein Golfanlage. Golf. Gut gemacht. Top. Akku hat noch 64%. Ich bin noch guter Dinge. Und wir machen noch so 20, 25 Kilometer. So sieht es jetzt hier aus. Ja, wunderbarer Radweg, kann man nicht meckern. Komme ich auch wunderbar mit allen Wohnwagen lang. Und der Bauer ist auch wieder fleißig zu gönnen. Hey. Oh, ein harter Job. Das ganze Gebiet war ja auch mal von Römern besetzt. Der Limes war ja auch irgendwo. Bei Gießen irgendwo ist da noch so ein Turm. Vielleicht kommen wir dann morgen vorbei. Ziegen. Richtig cool aus, wie sie da sind. Herrlich. Lustig. Hier, Pauli, falls du noch ein Rad suchst. Da steht eins. Genau neben der Bundesstraße. B455. Friedberg, Hessen. Kannst abholen. Weiter geht's. Da hauen wir uns irgendwo hin. Eine kleine Baustelle noch in Ochstadt hier. Aber ich komme durch. Mit dem Wohnwagen wäre das allerdings nichts geworden hier. Fahren wir einfach hier den Weg hoch. Mal gucken, ob wir hier was finden. Auch ein schönes Plätzchen. Hier oben hat sich jemand so einen Partywagen hingestellt. Kann man auch ein bisschen sitzen hier und chillen. Aber ich habe jetzt hier nichts gefunden für die Hängematte. Die Bäume stehen zu weit auseinander oder sind zu filigran. Nächster Versuch. Motor quält sich schon hier. Hey, dann schon steil hoch. Hab schon Stufe, fast höchste Stufe gestellt. Werde jetzt mal höchste nehmen. Turbo. Hab schon was Schönes gefunden. Sieht gut aus. Muss nur noch über den Ast hier rüber gehen. Vorderrad ist schon rüber. Hinterrad müssen wir noch machen jetzt hier. Und ihr seht, oh, oh, mit dem normalen Rad kämpfst du denn auch. Eieiei. Die Bäume stehen so, als hätte die Welt gepflanzt für mich. So sieht erstmal mein kleines Lager jetzt aus. Ich werde mich dann hier zwischen den beiden Bäumen hinhängen. Stehen. Ja gut, könnten noch ein bisschen näher zusammen sein, aber ist okay. Ja, hier hinten lädt noch ein bisschen das Solarpanel, meine Powerstation. Und hier gibt es erstmal ein Äpfelchen. Ja, einen guten.
Ratzt hier. Die Sonne ist ja schon fast weg. Guck mal. Ist ja schon fast untergegangen. Alster habe ich auch schon getrunken, beziehungsweise das zweite. Ja, total Durst gehabt. Naja, auf jeden Fall eine richtig schöne Stelle hier. Seht ihr ja, traumhaft. Schöner Laubbaumwald, das sind alles Eichen hier, aber fast das meiste. So sieht das Lager von hier aus. Ja, gleich gibt es dann noch Armbrot. Dann lege ich mich heute echt früh hin, brauche echt Schlaf. Ja, ein bisschen übermüdet. Ja, und da kann ich hier runterschauen. Einfach eine ganz tolle Stelle hier. Dann morgen geht es dann zum Joachim. Und ja, ich schätze mal, es sind noch so 40 Kilometer. Kann euch mal die Karte hier einblenden, wo ich jetzt hier bin. Beziehungsweise gucken wir gleich noch auf die Karte. Genau. Ich bin jetzt hier bei Bad Nauheim und morgen geht es dann über Polheim, Anneroth und Altenbusig bis nach Lolla. Da irgendwo muss der Joachim boden. Und heute bin ich gefahren hier lang. Peterweil, Bad Fiebel, Frankfurt-Main und dann hier immer durch den Wald durch bis Darmstadt. Zack. Flämmchen an, Drang hier drauf, noch ein bisschen Wasserchen rein. Käffchen ist fertig. Ja, Wasser kocht fast, es darf nicht ganz kochen, wisst ihr ja. So. Und dann habe ich hier ein paar Räucherstäbchen hingestellt, sowas da links. Weil es sind nämlich ein paar Mücken hier. Geht aber noch. Also vorgestern war es deutlich schlimmer. Ja, okay, den würde ich sagen. Trinken wir erstmal ein Käffchen. Als Armut gibt es heute leckere vegane Klopse vom Aldi, kann ich empfehlen. Schönes dunkles Brot, ja, mit Senf. Und einem schönen Käffchen, würde ich sagen, einen guten. Ja. Tolle Aussicht hier noch. So, ich setze mir nochmal Kaffee, Wasser auf. Und wir gehen gleich nochmal durch, wie viele Kilometer das jetzt waren. Bis hierher heute. Ja, ist jetzt schon um 19 Uhr. Gesamtstrecke haben wir jetzt 330 Kilometer. Es läppert sich, obwohl ich im Zug runtergefahren bin. Mal schauen, ob ich noch komplett bis nach Hause fahre. Ja, und Teilstrecke heute waren 65 Kilometer. Teilzeit 3 Stunden und 40 Minuten. Ja, und es ist recht warm heute gewesen. Es sind immer noch fast 22 Grad. Wahnsinn, wir haben Ende September. Okay, meine Lieben, das soll es jetzt hier mit dem Teil der Altrip-Tour gewesen sein. Wie ihr seht, mit der Hängematte. Absolut super. Kann man sich schön die Baumwipfel angucken. Ja, und ihr seht, selber rausfahren, genau. Ich grätsch mal dazwischen, denn hier ist noch ein sehr interessanter Ausrüstungsgegenstand gekommen. Leider erst nach der Tour, und zwar von der Firma Flextail. Hier so eine kleine Pumpe. Ich hatte ja auf der Tour eine große mit, eine relativ große, hier von meinen Motorradzeiten. Hätte ich mir sparen können, wenn ich die schon gehabt hätte. Ja, und wegen der Pumpe musste ich auch meine größere Powerstation mitnehmen hier, und zwar die hier, um die zu betreiben. Das hätte ich mir sparen können, wie gesagt, wenn ich die schon gehabt hätte. Und wir testen mal, wie gut die ist. Die hat natürlich ein bisschen weniger Leistung wie die da. Und schaut sie euch mal im Detail an, so sieht sie aus. Hier stellt man sie ein, man kann sie laden per USB und man kann sie gleichzeitig auch noch als Lampe nutzen. Hier ist Lampe und dann kann man sie schön aufhängen. Ja, schaut mal, hier stellt man sie an. Dann pfeift sie ganz los. Hier stellt man sie auch wieder aus. Und wartet mal, wenn man länger drückt. Seht, dann geht das Licht hier an. Hat auch mehrere Stufen, 3 Stufen. Ja, wunderbar. Also tipptopp. Ist leider zu spät gekommen. Ja, jetzt testen wir mal, wie das hier die Matratze aufpumpen kann. Hier sind so verschiedene Aufsätze dazu. Das hier die Verpackung. Genau. Hier kommt die Luft raus. Hier saugt er an. Also man kann das da und da drauf setzen. Ich habe jetzt mal einen größeren Aufsatz dran gemacht. Den kann man so liegen lassen. Der habe ich ein bisschen reingequetscht. Jetzt kann sie sich in Ruhe aufpumpen. Sieht aus. Da kann man sich doch jede Menge Packmaß sparen. Guck mal. Klar, es ist hier deutlich schneller aufgepumpt. Also das ist auch ein Riesenteil hier. So ist es fertig. Also das Teil funktioniert erstmal grundsätzlich. Langzeittests habe ich jetzt natürlich nicht.
Ja, ist auch recht günstig. Dann hatte ich auf der Tour noch die Powerstation mit hier, die beiden von der Firma Baseus. Die waren auch sehr gut, kann ich euch empfehlen. Sind auch relativ günstig. Hier seht ihr dann auch die Kapazität von dem Teil, wenn man hier oben drauf drückt. Zack. Und dann geht er an, zeigt 100% an. Dann kann man hier rangehen mit USB-C, USB ganz normal. Hiermit habe ich dann mein Handy geladen während der Fahrt. Das war auch sehr gut. Mal, wenn man hier drauf drückt, zack, dann sieht man auch wieder die Kapazität. 95% hat er noch. Und man sieht dann auch, wenn er entlädt. Wenn das Handy denn lädt oder irgendwas anderes, seht ihr dann auch hier die Spannung und den Strom, der fließt. Also tippitoppi. Okay, das war's von hier. Ja, wenn ihr euch für die Produkte interessiert, Link ist in der Videobeschreibung. Und dann möchte ich noch vielen, vielen Dank sagen für 15.000 Abonnenten. Jetzt Wahnsinn. Ja, absolut super, dass ich das geschafft habe. Dank auch dem blauen Wohnwagen, dem Projekt damals, wo mich René Kreher inspiriert hat. Ja, und natürlich auch ein bisschen gepusht hat. Ja, danke auch nochmal dafür. Meine kleinen Scherze. Verzeiht er mir hoffentlich, der liebe René und auch der liebe Jörg. Ja, ich finde die ganze Szene richtig cool. Wahnsinn, was sich da entwickelt hat und was jetzt daraus aus diesem ersten Projekt geworden ist. Guckt mal, ich drehe euch um. Hier seht ihr den neuen Monsterwohnwagen. Absolut cool. Hätte ich nie gedacht, dass ich mal sowas herstellen werde. Absolut super. Vielen Dank auch an die, wie gesagt, erstmal riesen Dank an alle Leute, die hier regelmäßig reinschauen. Die auch vielen Dank auch an die Leute, die immer mal gespendet haben bei meinen Spendenaufrufen, die auch immer mal beim Livestream spenden. Riesen Dank an euch. Ich hätte nie gedacht, dass es noch so viele gute Leute gibt. Ja, und auch riesen Dank an die Leute, die mich hier aus Magdeburg angesprochen haben. Und das zeigt mir doch, dass es doch noch gute Leute gibt, auch hier. Ja, absolut super. Also riesen Dank. 20.000 Daumen nach oben für euch alle. Toll, dass ihr immer wieder reinschaltet. Ja, super. Also, ja, mir fehlen die Worte. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht euch einen schönen Tag. Fahrt auch bei dem Wetter raus. Ist auch richtig cool. Gerade der Wohnwagen ist jetzt super. Habt ihr mitbekommen in dem Livestream den Tag. Das war ein super Treffen gewesen mit den Jungs. Okay, ihr Lieben. Ich würde sagen, wie gesagt, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, euer Enduro René.